Herzlich willkommen, meine lieben Dudes und Dudin, zu einer neuen Folge von City Skylines. Und ja, wir haben hier so ein bisschen was zu machen. Ich werde mal hier ganz kurz auf Pausenmenü gehen und dann ganz kurz nochmal nachgucken. Ihr habt mir, glaube ich, ein paar Kommentare geschrieben, dass ich da ein paar Sachen noch ändern kann. Ich bin jetzt aktuell in der, also online ist bisher bis Folge 15, Folge 16 gibt es noch. Das hier ist die neue Aufnahmesession und ich will nochmal ganz kurz dann hier nachschauen, ob ich da irgendwas Besonderes noch beachten muss. Zum Beispiel wird mir vorgeschlagen, Steuern runtersetzen, damit mehr Bewohner reinkommen. Aber ich glaube, wir haben an und für sich, ja gut, das kann ich, glaube ich, noch ein bisschen machen. Ich kann die Steuern vielleicht ein bisschen darunter nehmen. Das wurde vorgeschlagen. Dann, glaube ich, muss ich mehr Taxistationen oder was? Drei Taxidepots reichen. Verbinde die Autobahn, wo du angefangen warst, nochmal mit der Stadt. Wo ich angefangen war, nochmal mit der Stadt. Da muss ich nochmal gucken, was er da meint. Ich vermute hier in der Mitte oder so. Okay. Das ist interessant. Dann haben wir hier nochmal 12 Kommentare. Genau, gleiche Straßentypen können wir gucken. Straßenupgrades. Genau, da war das mit der Reparatur. Das muss ich nochmal nachgucken. Dass die Reparatur... Wir haben auf Pause. Jetzt muss ich nachgucken. Straße. Ah, hier. Da ist das. Und Fußgängerwege. Nee. Was hat er da gesagt? Das wollte ich nämlich auch nochmal wissen, wo das war. Du kannst die Straßen upgraden und dann sind sie wieder alle heile. Nein, das war irgendwo anders, wo mir das gesagt wurde. Ich glaube, im Kommentar davor, in der Folge davor oder so. Ich glaube, da, wo alles zerstört wurde. Da waren auch relativ viele Kommentare. Da hatten wir auch eine komplette Zerstörung. So, Straßenbaumenü. Hast du so ein Bausymbol ganz rechts. Damit kannst du die zerstörten Straßen reparieren. Und nimm den Dullboser-Mod raus, damit die Gebäude nicht weggemacht werden. Ah, okay. Gut, gucken wir mal ganz kurz beim Bulldozer-Mod. Ich kann das ruhig erstmal rausnehmen. Oder zumindest dann rausnehmen, wenn wir gerade so einen Schaden haben. So, beim Straßendings soll... Straßenzustand, da kann ich nur das machen. Straßenbau. Hier, das sind diese vierspurigen Straßen. Damit kann ich upgraden, aber reparieren? Ich weiß nicht, wie habe ich das gemacht? Habe ich einfach Upgrade gedrückt oder was? Keine Ahnung. Weiß es nicht. Aber was ich machen kann, ist zumindest zum Teil hier die Straßen auf vierspurig upgraden. Ich glaube, die freuen sich dann nicht so sehr, wenn ich das mache. Aber mal gucken. Damit haben wir auf jeden Fall ein bisschen mehr Platz in der Stadt. Aber die sind ein bisschen unglücklich darüber, ne? Und es sieht so aus, als würden dann die auch aus dem Gebäude rausgeworfen werden, oder wie? Hier an der Stelle geht's nicht, weil Anarchie nicht an ist. So. Aber auch nicht immer werden die rausgeworfen. Das ist interessant. Verstehe ich nicht so ganz. Okay. Hier außen einmal. Also an einigen Stellen werden die rausgeworfen. Na gut. Was haben wir denn hier? So, einmal hier entlang. Brauchen die vier Spuren hier? Wahrscheinlich nicht. Ich denke mal, das sollte aber auch nicht verkehrt sein, wenn ich das Ganze hier upgrade auf vierspurig. Wir werden jetzt auf jeden Fall ein paar Einwohner verlieren. So. Dann hätten wir das schon mal soweit. Ja, aber hier am Rand haben wir auch vier Spuren. Ach du meine Güte, ja, muss ich überall alles upgraden. Werde ich aber vielleicht noch nicht jetzt alles machen. Weil ich nicht so sehr Lust darauf habe. Aber damit werde ich auf jeden Fall einen Teil des Verkehrsproblems auch verbessern können. Wir sollen aber auch, so wurde es mir vorgeschlagen,
ein paar Buslinien bauen. Habe ich noch nicht so Lust drauf, weil Buslinien sind ätzend, genau wie Subway. Musst du ja auch überall alles hinplanieren. So. Ich lass erstmal das laufen. Hier müssen die ja neu rein. Aber sollte alles okay soweit sein, denke ich. So. Wir bleiben dran. Ich brauche ein paar Sachen. Generische Industrie brauche ich eigentlich auch noch ein bisschen mehr. Die hatten wir ja hier. Weil wenn wir nicht generische Industrie haben, brauchen wir mehr Import. Brauchen wir mehr Import, kommen hier auch mehr Autos. Also das hier ist ja zum Teil generische Industrie, oder? Nee, sind Büros. Gut, mache ich auch ein paar Büro... Mache ich ein paar... Ah, ich kann noch nicht kaufen, ne? Kann ich was Neues kaufen? Nee, kann ich noch nicht. Bin im Überlegen, ob ich vielleicht hier oben... ...es ein wenig ersetze mit generischer Industrie. Generische Industrie wäre das hier, ja? Wir machen das hier oben ein wenig. So, generische Industrie, weil die für diese Gebiete auch benötigt werden. Na, einfach mal gucken. So ein bisschen davon was reinflanschen. Und ich sehe, Strom fehlt. Warum? Ist wieder da. Haben wir nicht genug? Okay, haben wir nicht. Dann werde ich noch mal ein bisschen was machen. Energie. Braucht Wasser. Braucht das Wasser? Nein. Was kostet das? 200.000, das kostet 80.000. Oh. Okay, das ist nicht so schlimm. Ihr könnt wieder rein. Hier muss ich aber... Stay out of harm's way and contact authorities with any information. Okay, macht nichts. Ist alles in Ordnung, dass wir das Sinkhole da haben. Dadurch, dass ich sehr viele Gebiete gekauft habe, können die ja auch außerhalb unserer Wohnsachen sein. Ich werde Strom nochmal nachbauen. Entweder das, Lärmbelästigung 25 bis 160 MW, oder ich mache einfach noch ein Atomkraftwerk. Hier so ein bisschen den Strom hinpflanzen. Hier geht das. Hier würde Strom gehen. So. Ja. Sup. Müllproblem habt ihr hier. Das ist okay. Müllberge. Müllbergen, das ist auch eine Stadt. Nee, hier fährt es noch nicht hin. Da kommt der Wagen. Und ist weg. Okay. Ich möchte vielleicht auch hier noch eine Überbrückung haben. Dass sie vielleicht nicht alle da rüberfahren müssen. Das ist hier aber auch keine generische, ne? Wir gucken mal ganz kurz, wie das aussieht. Ja, wir haben fast nichts mehr, ne? Verfügbar, verwendet. Da sind die verfügbar. Hier ist fast gar nichts. Ergo wechseln wir hier auf eine andere Art, und zwar nehmen wir hier generisch. Okay, das heißt, die gehen auch erstmal weg. Das sind doch auch hier vierspurige. Wo mache ich nicht auch einfach diese, weil die sind doch eigentlich schicker. Vielleicht kann man darauf nicht ganz so schnell fahren, das weiß ich nicht. Aber eigentlich müssten die auch genauso so eine Breite haben. Da ich jetzt hier eh auf generisch umgewechselt habe, ist das alles okay. Muss nur einmal kurz nachfärben. Hier sieht man das zum Teil. Ist alles gar kein Problem. Guck mal, das sieht doch in Ordnung aus. Das wächst jetzt hier gleich nach.
So, da bitte mal weg. Okay. Ja, jetzt kommt die generische Industrie. Heißt Schmutz und so weiter. Aber die braucht auch Vergnügen. Das können wir hier gerne machen, um die auch abzugraden. Sobald die alle hier weg sind und die hier wiederkommen. Strom kommt gleich zurück. Sorgen wir also mal ein bisschen für Vergnügen hier. Ich kriege hier so zwischendurch ein paar Karusselle. So, jetzt bin ich mal gespannt. Was hier passiert. Industrie kommt jetzt. Hoffe ich zumindest gleich mal wieder. Oh je. Das sieht nicht gut aus. Stromverbindung ist zumindest. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Sekunde. Ganz kurz Pause. Damit ich auch hier Open Broadcaster sehe. Ich habe das nebenbei offen, damit ich auch sehe, wie viel Zeit schon vergangen ist. Und eben gerade, weil ich die Kommentare durchgeguckt habe, habe ich das nicht mehr gesehen. So. Die brauchen natürlich Cargo und so weiter. Education ist auch in Ordnung. Service Progress. Education. Einfach mal gucken. Education müsste eigentlich hier doch ankommen, oder was? Nee, kommt gar nichts, aber das wird ja gelöst dadurch, dass wir Leute haben, die educated sind, oder was? Wie sieht's denn da aus? Grundschule immer noch nicht genug. Universität ist in Ordnung. Das ist auch an der Grenze. Das heißt, wir brauchen mal zwei neue Schulen. Ich sehe hier zum Beispiel. Anarchie muss ich wegmachen mal. So, damit das hier sich nicht so gegenseitig stört. So, die Schule einmal hier hin. Ja. Hier müsste auch eine Schule. Polizei. Gut, dann kann daneben auch noch mal eine Schule. Ort ist bereits belegt mit. Mit was? Na gut, meinetwegen, da ist dann so eine Schule. Und wir sind in Metropole. 50.000 haben wir erreicht. Sehr schön. Flughafen können wir jetzt auch bauen. Wird aber nur eine Weile dauern, bis ich das mache. Gut, dann setzen wir da das hin. Nehmen das Krankenhaus. Nicht genügend Arbeiter. Okay, dann werden wir mal uns ans Geld machen. 15.000 nehme ich da ein gerade. Steuern. Hier über mal auf 9. Wird uns jede Menge Geld jetzt verloren gehen. Eben gerade waren es noch 15.000. So. 13, 12, 11, 10, überall 1% weniger, macht schon ganz schön viel aus. Okay, muss ich mir die Steuern auch wieder hoch? Ja, okay, zum Teil muss ich damit höher wieder. Wir haben zu viel von Gewerbe, ergo 11 Gewerbe. Und Wohnung halt nur so viel. So, okay. Okay. Hier ist natürlich der Mega-Verkehrsblock. Die wollen alle hier rüber. Also hier ist natürlich schon krass.
Vermutlich auch wegen der Industrie. Wie sieht es mit der Verschmutzung hier aus? Verschmutzung, Lärm. Wir haben die Pufferzone hier, ne? Dass wir da nicht so gut ankommen, aber okay. Dreck. Geländehöhe, ja, toll. Ich brauche Dreck. Müll. Da. Geht eigentlich, ne? Ist soweit in Ordnung. So, 13.000 wieder von den Einnahmen. Also das hier natürlich unsere Turbostraße. Aber warum regnet es denn die ganze Zeit bei uns? Wäre eigentlich schön, wenn es nicht so doll regnen würde, aber gut. Müssen wir so einen Kameramod haben oder so? Also ist schon natürlich eine nice Stadt, aber jetzt, wo es so regnet und so weiter, sieht es ziemlich trist bei uns aus. Viele Leute, sehr viel Stau, aber ich finde, das geht eigentlich noch. Ist natürlich viel los. Aber ist halt echt eine belebte Stadt, ne? Da ist ordentlich was los. 57.000 Einwohner. Geht völlig klar. Und dann können wir hier ein neues Gebiet kaufen. So. Würde ich sagen, das hier. Habe ich das richtig gemacht? Nein, das da hinten wollte ich. Nee, hier. Nein, ich wollte das da hinten. Shit. Aber wir haben ja auch gleich 70.000 gleich. Ja, okay. Das ist noch ein bisschen. 70.000 ein bisschen mehr. So, was ich machen wollte jetzt. Geht's hier erstmal weiter. Das ist die Wendestraße. So, ein bisschen Abstand brauchen wir. Hier entlang, ne? So. Warum mache ich das? Damit ich auch hier Übergänge nach dort oben machen kann. Eventuell, ja, hier so die Einfahrten auf die Autobahn. Und dann hier die Verbindung. Hallo, Computer? Er weiß auch nicht, wo er da verbinden will. Das sind auch unterschiedliche Straßen, ne? In Ordnung. Ändern wir das mal. Den Rest mache ich dann noch. Den mache ich doch. Selbstverständlich. Ja, klar. So. Es ist schon recht groß. Aber na gut, machen wir trotzdem. Hier könnte man praktisch noch eine zweite Einheit machen. Will ich das so? Will ich das so? Oder will ich hier das so machen? Aber das finde ich vielleicht gar nicht schlecht. Wenn wir jetzt praktisch die Richtung ändern. Also wir haben das jetzt hier so. Ja. Dann muss ich hier noch so eine Abgrenzung machen. Hier irgendwas. Also jetzt fangen wir hier an, das zu bauen. Das heißt, ich fahre an der Straße, an der Seite hier unten entlang. Bleiben also hier dran. Und fahren jetzt mal. Am Strand entlang. So. Gut. Heißt eigentlich, dass ich auch hier eine dicke Straße draus machen muss. Ich setze die hier durch. Wendestraße.
Ruhig gerade. Ja? Also jetzt geht's hier weiter. Und ich würde einfach sagen...